Hallo und willkommen zu einem Bildguide des Eisreichs für einen schönen, hübschen Paar-Negro nach, ich wiederhole nach, dem Spezialisierungsupdate. Das heißt, das ist jetzt up to date, nicht wie alle anderen Builds. Das ist das, worauf es ankommt. So, ganz kurz drüber gegangen über den ganzen Bild, über die Ausrüstung, damit man nicht viel Zeit verlieren. Ich habe hier eine Berserker-Ausrüstung mit der Rune des Ogers. Hab einen valkyrischen Stab, Berserker Dolch, Berserker Kriegshorn, Berserker Axt und Berserker Fokus, wenn man Dolch und Kriegshorn mal nicht verwenden kann. Dazu habe ich Berserker Schmuck und das haut mich dann eben auf die hier zu sehenden Stats. Gehen wir gleich zum Bild, machen wir schnell, damit ihr nicht so viel Zeit hier verliert bei mir. Ich habe die drei Bäume, Seelensammlung, Flüche und Bosheit. Ist eigentlich recht klar, dass man die drei nimmt für einen Berserkerbild. Gehen wir mal kurz den Seelensammlungbaum durch. Wir haben hier Unersättlichkeit. Die Unersättlichkeit gibt uns Lebenskraft durch Fertigkeiten. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Dann haben wir die unnachgiebige Entladung. Die gab es natürlich vorher auch schon. Schleierfähigkeit 1 durchbohrt und verursacht Verwundbarkeit. Ist ziemlich logisch. Letzter Atemzug bewirkt einfach, dass wir, wenn wir unter 50% HP fallen, eine Spektralrüstung bekommen, was uns sehr viel Survivability gibt, muss ich wirklich zugeben. Dann haben wir die vitale Beharrlichkeit. Genau, da scheiden sich bei mir die Geister. Wenn ich in der Silberbüste farm gehe oder irgendwo überhaupt farm gehe, außerhalb der Dungeons, nehme ich die vitale Beharrlichkeit. Dann kann ich länger in Deathshroud bleiben. Und wenn ich in Dungeons gehe, nehme ich aber die Spektralbeherrschung, da mein Licht schnell aufgeladen wird. Also in Dungeons würde ich definitiv die Spektralbeherrschung vorziehen. Dann haben wir hier Stärke des Untodes als dritter Miner hier. Ganz einfach, wenn man sich über einer gewissen Lebenskraftschwelle befindet, erhöht sich der Schaden. Da man eigentlich immer so über der Lebenskraftschwelle von 50% liegen sollte, haben wir eigentlich flat 5% Schadenserhöhung. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, spielt ihr auf Todesschleier, dann geht ihr auf jeden Fall für Todeswahrnehmung. Das ist eigentlich das Beste hier. Wenn man weiß, dass man sehr viele Disables hat beim Gegner, dann kann man noch Fuß im Grab nehmen, weil dann ist ein Stunbreak und man kriegt Stabi im Todesschleier. Aber für Flat Damage nehmen wir natürlich die Todeswahrnehmung mit dem 50% erhöhte kritische Chance im Todesschleim. Dann haben wir den Flüchebaum. Da haben wir den ersten Miner. Kritische Treffer haben eine Chance Blutung zu verursachen, erhöht die Blutungsdauer. Das ist sehr gut, weil Zustände werden gerade in diesem Baum sehr wichtig, auch für den Power Necro. Dann haben wir hier, nehme ich dann das Siegel der Pest, alles andere ist ziemlich irrsinnig für das. Siegel der Pest ist echt toll und bietet sehr gute Survivability-Möglichkeiten. Sobald man drei verschiedene Zustände hat und crittet, schickt man die drei verschiedenen Zustände auf den Gegner und hat sie selber nicht mehr. Das kommt einem meistens zugute, vor allem in der Silberwüste fällt es mir auf. Wenn ich da zwei Zustände habe, dann stelle ich mich zum Beispiel absichtlich in Giftfeld, damit ich die drei Zustände rüberschicken kann. Aber das sehen wir vielleicht später eh noch. Dann zweiter Miner, furioser Abgang. Wir halten Wut im Todesschleier. Dann haben wir Meister der Verderbnis. Meister der Verderbnis ist ein ganz cooles Ding eigentlich, muss ich schon sagen. Es verringert die Wiederaufladezeit von Verderbnisfähigkeiten. Hier in unserem Bild von exakt zwei Fähigkeiten, und zwar von unserem Heal Zustände verzehren und von unserem großen Buff Skill Blut ist Macht, und zwar um ein ganzes Drittel wird darüber viel wieder Aufladezeit verkürzt. Nachteil an diesem Trade: man bekommt einen Zustand zusätzlich noch verteilt, wenn man die wirkt. Das wäre dann bei Zustände verzehren wäre es dann noch eine Selbstblendung, und bei Blut ist Macht wäre das die Selbstpein. Ist aber alles in allem nicht ganz so schlimm. Ja, sonst würde ich hier auch für nicht wirklich was anderes gehen. Terramancer Trade ist natürlich drinne. Und Schleierfähigkeit 2 waren nur zusätzlich Segen in Zustände, im PvE nicht wirklich notwendig. Zielt auf die Schwachen ist ein toller Miner.
pro Zustand auf dem Gegner kriegt man kritische Chance. Das ist das Einzige, was an dem wichtig ist für den Paranekro. Überlegt euch das mal. Wir haben generell überall irgendwie Zustände drauf. Das heißt, hier habe ich Immobilisieren, hier habe ich Verkrüppeln, hier habe ich Verwundbarkeit, hier habe ich Blutung, hier habe ich jeden Zustand. Dann habe ich in Todesschleier, habe ich hier Verwundbarkeit, Blutung, Kühle, Furcht, Immobilisieren und Pein. Also generell, je mehr Zustände drauf sind, desto höher ist dann euer Schaden und desto geiler wird der Bild. Und ja, das zeigt sich natürlich auch hier in dem letzten Trade wieder. Wir wollen also möglichst viele Zustände auf dem Gegner haben. Haben wir natürlich mit dem Grandmaster Trade Schwächender Schleier. Sobald man in den Schleier eintritt, kriegen alle um uns herum Blutung und Schwäche. Das sind auch nochmal zwei Zustände. Das heißt wieder 4% mehr Crit Chance. Was wiederum geil ist. Dann haben wir den letzten Baum Bosheit. Haben wir natürlich Macht des Schnitters. War damals die 5 bei den Eigenschaften in dem gleichen Baum. Ist jetzt eine Miner geworden. Immer wenn man den Auto-Attack Death Shroud macht, kriegt man Macht. Macht. Hm. Dann habe ich Boshafter Talisman. Ist eigentlich das einzig Sinnvolle. Außer man hat viel Kühle, haben wir aber nicht. Also gehen wir auf Boshafter Talisman. Gegner ohne Segen erleiden mehr Schaden. Ist im PvE eigentlich die Regel, dass die Gegner keine Segen haben, beziehungsweise man kann sie auch runternehmen, wenn es mehr keine Sorge. So, dann haben wir den zweiten Miner, Umarmung des Todes, fügt Verwundbarkeit zu, wenn ihr einen Gegner trefft, der sich unter der Lebenspunkteschwelle befindet und verursacht im angeschlagenen Zustand mehr Schaden. Das in dem angeschlagenen Zustand ist ganz in Ordnung, kann man mal gut brauchen, aber wichtig ist, dass man, wenn man ein Gegner trifft, der unter ein Drittel Leben hat, dass man dem Verwundbarkeit gibt. Dann haben wir den zerfetzenden Schleier. Im Schleier fügt der Gegner in der Nähe fortlaufend Verwundbarkeit zu. Alle 3 Sekunden für 10 Sekunden Verwundbarkeit. Und zwar 3 Stacks. Das heißt, ihr könnt 9 Stacks dauerhaft durch diesen online haben. Genau, Todeskälte macht im PvE keinen Sinn und unheilige Inbrunst haben wir eigentlich nicht viel Nutzen, weil wir meistens sowieso die Axt nicht benutzen werden. Dann haben wir geraubte Macht, geraubte Kraft. Das ist ein echt krasser Miner. Ich verstehe nicht, warum das Ding meiner ist, aber okay, ich lebe damit. Erhaltet Macht, wenn ihr einen Gegner trefft, der unter 50% Lebenspunkte liegt. 2 Stacks Macht, immer wenn ihr einen Treffer auf den Gegner landet, der unter 50% HP ist. Und zwar für 12 Sekunden. Leute, das wenn kein überzeugendes Argument ist, dann weiß ich nicht, was ein überzeugendes Argument ist. So, und natürlich da hinten. Alles andere ist irgendwie nicht so geil. Boshafter Geist vielleicht noch, aber eher für PvP. Für PvE empfehle ich natürlich dem Tode nahe. Wenn ein Typ unter 50% HP hat, kriegen wir 20% mehr Flat Damage auf ihn. Ja, das ist eigentlich der ganze Bild. Dazu habe ich als Heilskill Zustände verzehren. Als erster Hilfskill Brunnen des Leidens, wegen Schaden und Verwundbarkeit. Dann zweiter Hilfskill ist Blut ist Macht. Den haben sie jetzt geändert. Wichtig, wir sind endlich nützlich, liebe Nekromanten. Denn wir können jetzt allen um uns rum, also bis zu 5 Leuten, aber halt der Gruppe, 8 Macht verteilen. Was ziemlich nice ist. Wir kriegen natürlich auch selber 8 Macht. Siegel der Bosheit halte ich in der Regel auf Passiv. Außer ein Gegner ist kurz vorm Sterben, ein Boss zum Beispiel, dann haue ich das nochmal drauf, um nochmal einen kleinen Burst rauszukriegen. Und natürlich die Lichtgestalt, welche übrigens mittlerweile ein Spektral-Skill ist, wie Spektralgang und Spektralrüstung. Das heißt, wenn es endet, kriegt man was? Richtig, man kriegt Lebenskraft, wenn man rauskommt aus dem. Alles in allem hat das mittlerweile eine sehr, sehr gute Synergie. Hier haben wir zum Beispiel Schleierfertigkeit 1, Durchbohrung versucht, verursacht Verwundbarkeit. Dann haben wir hier noch, wenn man einen Gegner trifft unter 33% Leben, haben wir nochmal mehr Verwundbarkeit. Also wir haben generell sehr viel. Und dann noch zerfetzender Schleier, nochmal 3 Verwundbarkeit mehr. Dann gucken wir mal, haben wir noch irgendwo Verwundbarkeit drauf? Nee, aber
Allgemein haben wir relativ viel Verwundbarkeit schon mal, den wir auf den Gegner stecken, was natürlich unseren generellen Schaden um einiges erhöht, sowie unseren Zustandsschaden erhöht. Das ist auch ganz schön. Dann haben wir gute Survivability, weil wir können länger im Todesschleier bleiben. Wir kriegen Spektralrüstung, wenn wir zu low werden. Also alles in allem richtig gut. Dann, wir machen ja mehr Schaden. Also wir kriegen mehr Crit-Chance, wenn wir Zustände auf dem Gegner haben. Na, wann verteilen wir denn Zustände? Eigentlich mit allen unseren Skills fast schon. Dann hier, unnachgiebige Entladung kriegt jetzt Verwundbarkeit. Dann haben wir hier Blutung. Die Chance, Blutung bei Crit zu verursachen. Wunderbar. Dann... Ah ja, hier haben wir noch Blutung und Schwäche drauf. Hier haben wir Verwundbarkeit drauf, hier haben wir Verwundbarkeit drauf. Also alles in allem sehr gut. Dann was dieser Necro besonders hat auch noch, ist die Schadenserhöhung unter Lebenspunkteschwellen. Da haben wir auch ein paar ganz interessante Sachen, aber das werdet ihr ja eigentlich schon herausfinden, wenn ihr es seht. Generell, ich werde jetzt kurz in die Silberwüste gehen, mir 25 Blutgestacks holen und dann seht ihr mal, was dieser Bild überhaupt in der Lage ist zu tun. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt 25 Stacks Blutge geholt. Das sind meine Stats jetzt, die ich habe. Und so sieht es im Todesschleier aus. Über 100% Crit-Shots, weit über 100% sogar. Also, na, ist der Bescheid. Hier ist gleich ein Veteran. Gucken wir mal, was wir schaffen mit dem Licht. Also ich mache jetzt 7000 Schaden, 6700 Schaden mit dem Auto auf dem Veteran Terrorkreis. Das ist eigentlich so ganz rentabel. 8200 jetzt. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Also im Allgemeinen kommt der Schaden zumindest im Licht schon mal rüber. Jetzt zeige ich euch nochmal den Schleier und dann zeige ich euch nochmal so den Dolch. Mal. Suchen wir natürlich ein vernünftiges Opfer, nicht nur so eine Hülle, wo man die hohen Zahlen sehen kann. Wunderbar, also nochmal. Ich blute. Kraft rein. Und gib ihm hart. 4900. Wow, das war jetzt 10, 11k Crit. Ja, das passiert, wenn sie unter die Lebenspunkteschwelle fallen und ein paar Stacks Verwundbarkeit haben und man selber ein paar Stacks Macht hat. Jei, das tut weh. Also der Bild ist wirklich, wirklich sehr, sehr stark geworden. Und ich finde, der Necro ist mittlerweile echt sehr nützlich im PvP. Jetzt gibt man nochmal die Salamander den Kurs hier. Kein Problem, also ich bin auch bisher mit dem Bild überall durchgekommen. Jetzt letztens, ich habe glaube ich 5 oder 6 mal Silberwüste gerannt und war in Ascalon, war in Flammzüter. Ging eigentlich alles wunderbar und mittlerweile mit diesen 8 Stacks Macht, die man der ganzen Gruppe geben kann, wird man halt eigentlich immer öfters gern gesehen in den Gruppen. Bin schneller als ein Centaur. Hier der Drescher, der verschwindet ja beinahe. 5,1k Crit allein mit Dolch. Hier sind. Übrigens, ein Buff kann ich euch noch empfehlen, und zwar die Tierengolden Klöße. Immer wenn ihr crittet, habt ihr 33% Chance auf den Macht. Und ich bin neu. Bam, hier 5k Schaden, 11k Schaden. Einfach mal so rausgedrückt im Auto-Attack. Also Leute, dieser Bild ist absolut overpowered derzeit. Nutzt den, wenn ihr könnt. Zustandsbild ist auch sehr stark, aber ich finde, der ist nochmal ein Ticken besser. Das war's mit dem Bildvideo. Wenn ihr Spaß hattet, dann gebt ein Like und das Eisreich. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ich bin das 500, das 600, jetzt fällt er langsam auf die Schwelle, 7200, 7400, 7800, 7500, 7900, mit dem Auto-Attack
Todesschleier auf dem Veteran Drescher 7200, wenn er unter 50 HP ist. 50% HP. Unglaublich. Schönen Tag euch noch und auf Wiedertschüss.